Grinch ist bestimmt heute, wie mein Sim aussehen soll und ich würde sagen, let's go. Ich gehe mal davon aus, dass ich niemandem Pinterest erklären muss, deswegen würde ich sagen, wir fangen direkt mit dem ersten Wort an. Und das erste Wort ist einfach Frau, denn wir brauchen ein Gesicht. Und wir müssen jedes Mal das allererste Bild, das uns angezeigt wird, nehmen. Und das wird jetzt das Gesicht unseres Sims werden. Also das heißt, wir müssen dieses Gesicht von dieser Frau in Sims nachmachen. Und ich sage euch jetzt schon, ich bin richtig schlecht in sowas. Ich kann sowas einfach nicht. Die Frisur, das Make-up, das Outfit werden wir nicht nachmachen. Wir werden wirklich nur das Gesicht versuchen nachzumachen. Und ich habe ehrlich gesagt Angst davor. Wie gesagt, ich kann sowas gar nicht. Ich habe früher mal versucht, so Stars nachzumachen. Aber nee, ging gar nicht. Ich glaube, das Klügste wäre, wenn wir zuerst einen Skin-Overlay nehmen. Weil der verändert ja komplett das Gesicht. Und dann können wir das Gesicht ändern. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ich fange mal mit den Lippen an, denn die stelle ich mir einfach vor. Sollte nicht so schwer sein. Die Gesichtsform sollte eigentlich auch nicht so schwer sein. Ich werde jetzt auf jeden Fall sehr viel den Detailbearbeitungsmodus verwenden. Ich glaube, der Kiefer ist schon mal nicht schlecht. Oder so von der Form her? Ich weiß gar nicht, ob man irgendwas erkennen kann. Doch, ich finde das gut, glaube ich. Die Lippen würde ich vielleicht aber ein bisschen schmaler noch machen. Ich würde mal sagen, der untere Bereich ist fertig und wir machen weiter mit der Nase. Und die Nase ist sehr, sehr wichtig und auch sehr schwer. Ich nehme mal, glaube ich, die hier und dann verändern wir die so ein bisschen. Die Nasenflügel mache ich so ein bisschen nach oben. Die Nasenspitze vielleicht so ein bisschen breiter, ja. Nasenrücken können wir auch ein bisschen breiter machen. Ich glaube, das sieht gerade nicht schlecht aus, oder? Oder doch? Oder sieht schlecht aus? Die Nasenlöcher können wir auch ändern, das weiß ich, aber irgendwie... Doch, jetzt. Doch, doch, doch. Ich glaube, das ist gut. Oder lobe ich mich gerade zu sehr? Oh nein. Ich finde, das Skin Overlay ist ein bisschen zu hell. Also ich habe ihre Hautfarbe doch gar nicht hier ausgewählt, aber wir machen es auf jeden Fall so, damit wir ein bisschen mehr Schattierungen haben. Und die Hautfarbe ändern wir auch gleich. Sie hat, glaube ich, eher so einen olivfarbenen Unterton. Den in Sims zu finden, ist eigentlich unmöglich. Ist das gut? Ich habe keinen Plan. Nee, da fehlt so ein bisschen Wärme. Ja, die Hautfarbe ist jetzt nicht 100% dieselbe, aber ich glaube, das ist nicht schlecht. Und wir machen weiter mit den Augen, weil ich glaube, die Nase finde ich so gut. Oder, Moment, ich mache, glaube ich, die Nasenspitze noch ein bisschen so. Das ist richtig gut. Es tut mir leid, dass ich mich gerade selber lobe, aber ich finde es echt gut. Und weiter geht's mit den Augen und die stelle ich mir auch sehr schwer vor. Ich nehme mal hier welche und versuche die dann ein bisschen zu ändern. Das Problem bei diesem Skin Overlay ist, dass wir so eine Lidfalte haben, die leider nicht zu der Frau auf dem Bild passt. Sie hat halt nicht so eine Lidfalte. Ich versuche das irgendwie hier zu ändern. Ich hoffe, das geht. Oh, das ist auf jeden Fall nicht richtig. Ich habe jetzt leider nur das hier gefunden, aber wenn ich ihr das gebe, dann hat sie so ein Kajal. Also es sieht wie ein Kajal hier aus und das finde ich nicht gut. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das nehmen soll oder es einfach so lassen soll. Ich versuche es mal damit. Mal gucken, ob es damit gut aussieht. Wenn nicht, dann entferne ich es einfach. Aber ich mache mal damit weiter. Und jetzt können wir ein bisschen die Augen ändern. Am besten im Detailbearbeitungsmodus. Also Augen finde ich auch richtig schwer. Wie soll man denn Augen nachmachen? Die Lidfalte stimmt halt leider wieder nicht. Ich glaube auch hier, wenn wir andere Augen nehmen, dann ist die Lidfalte immer dieselbe. Also besser als das kriege ich es leider nicht hin. Und das bedeutet, wir machen weiter mit den Augenbrauen. Und das stelle ich mir auch sehr schwer vor. Also eigentlich sollte es gar nicht schwer sein, weil ich so viele Augenbrauen habe. Aber die meisten davon sind halt nicht so gut. Und deswegen denke ich, wird das ein bisschen schwieriger. Aber die wären schon mal nicht schlecht. Also es geht in eine gute Richtung. Ich glaube, die sind gut, oder? Auch von der Form her. Also klar, man sieht das Ende von ihrer Augenbraue nicht. Aber ich denke mal, es sieht so irgendwie ähnlich aus. Dann würde ich die so ein bisschen nach unten ziehen. Und ich glaube echt, ich finde das gut. Also gerade sieht sie gar nicht aus wie die Frau auf dem Bild. Oh nein. Ich habe gesagt, ich kann das nicht. Es funktioniert nicht. Bei mir funktioniert es einfach nicht. Es sieht nie aus wie die Person auf dem Bild. Ich würde unseren Sim jetzt, glaube ich, echt so lassen. Ich schaffe es leider nicht besser. Ich weiß, unser Sim sieht der Frau auf dem Bild überhaupt nicht ähnlich. Aber ich würde sagen, wir machen weiter mit, ich glaube, der Frisur. Und dafür geben wir natürlich einmal Frisur ein und... Wir reden nicht über das zweite, aber das erste Bild. Entschuldigung. Das ist ja so eine schöne Frisur. Die muss ich mal in echt nachmachen. Also die Frisur auf dem Bild ist richtig süß. Aber es ist Sims. Und in Sims hat man halt nicht so viele Frisuren. Eigentlich schon. Also ich zum Beispiel habe sehr viele Frisuren. Aber keine, die eben so aussieht. Also nicht 100% so aussieht. Aber ich habe Frisuren, die ähnlich aussehen. Und das wäre jetzt eine davon. Irgendwie hatte ich die anders in Erinnerung. Ich dachte,
die Haare wären da hinten. Oh no. Ich glaube aber, ich habe noch irgendwo eine, die ähnlich aussieht. Ich muss sie nur finden. Ja, die ist es. Oh mein Gott, die ist es einfach. Genau an die habe ich auch gedacht. Klar, wir haben hier hinten nicht die Zöpfe, die die Frau auf dem Bild hatte. Aber ich finde, das kommt dem Original sehr nah. Und wir werden auf jeden Fall auch die Haarfarbe ändern. Ich werde, glaube ich, die Haarfarbe von der Frau vom ersten Foto nehmen. Also sie hatte so dunkelbraune Haare, ja. Und das bedeutet, wir können weitermachen mit der nächsten Kategorie. Und diese lautet Make-up. Meine allerliebste Kategorie. Und oh, wie schön ist erstens diese Frau und zweitens dieses Make-up. Dieses Bild ist einfach wunderschön. Und das sollte ich nachmachen können. Wenn ich es nicht schaffe, dann war mein ganzes Leben eine Lüge. Und ich werde mich weinend ins Bett legen. Also das Erste, womit ich anfangen würde, wäre der Eyeliner. Weil der steht hier schon im Vordergrund mit den Lippen. Und da müssen wir echt den perfekten Eyeliner finden. Der zum Beispiel wäre schon mal nicht schlecht. Was mich halt richtig stört, ist dieser schwarze Strich hier unten am unteren Lid. Aber damit müssen wir wohl leben. Oder wir machen es einfach weg. Ich glaube, wegmachen ist auch okay. Also dieses Lid, was ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und weiter geht's mit den Eyelinern. Der ist zum Beispiel ein bisschen zu krass, aber der hier, der ist süß, den merken wir uns auf jeden Fall. Der ist wieder zu lang, der ist ein bisschen zu kurz. Ich hätte gerne einen Eyeliner, dessen Wing so ein bisschen nach unten geht. Also nicht richtig nach unten, aber nicht so hoch. Ich glaube, ihr merkt gerade, wie wichtig mir Make-up ist. Wir nehmen den hier. Ja, der war am besten. Der geht auch so ein bisschen nach unten. Und weiter geht's mit Lidschatten haben wir nicht. Ich habe jetzt doch so ein bisschen Lidschatten gegeben, einfach um das Augenlid so ein bisschen heller zu machen und den Augeninnenwinkel. Und jetzt können wir weitermachen mit Blush. Und ich glaube, ich hoffe, ich sehe das richtig, wir haben so ein bisschen Blush unter dem Auge. Ist es das? Ist das das richtige? Nein, nicht das, sondern das hier. Ja, es geht in die Richtung, aber es ist nicht 100%. Das hier. Ja, wir nehmen das einfach. Und da machen wir auf jeden Fall die Deckkraft ein bisschen runter. Ja, einfach so ein bisschen Farbe unterm Auge. Ich finde es richtig schön. Und jetzt kommt das Allerwichtigste, glaube ich, nämlich die Lippen. Und die müssen wir jetzt echt 100% treffen. Das ist es vielleicht, wenn wir die Deckkraft runter machen. Aber ich weiß nicht, wieso die Lippen jetzt so eine andere Form bekommen haben. Das finde ich nicht gut. Das ist nicht ihre Lippenform. Also das sieht schon mal von der Lippenform besser aus. Oh, ich glaube, wir haben es. Ja, 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 wir haben es. Jetzt die Deckkraft runter und es ist perfekt. Das ist es. Und wir können weitermachen mit den Kontaktlinsen. Und unsere erste Frau hatte braune Augen. Das heißt, wir geben ihr einfach dunkelbraune Augen. Ganz wichtig, dunkelbraun, weil das hier ist viel zu hell und sieht irgendwie nicht braun aus. Ist für mich eher so ein Grau. Oh ja, die Augen sehen cute aus. Und jetzt machen wir weiter mit den Wimpern. Und ich muss ihr leider sehr natürliche Wimpern geben. Mein Herz, es schmerzt. Aber so sind die Regeln leider. Ich glaube, die Wimpern sind so nicht schlecht. Und das bedeutet, wir sind fertig mit dem Make-up. Und wir können weitermachen mit dem Outfit. Und darauf bin ich jetzt so gespannt. Wir geben Outfit ein und okay, die Frau hatten wir eben. Und man sieht das Outfit leider nicht. Aber auf dem zweiten Bild sieht man sehr gut das Outfit. Und ich muss zugeben, ich habe Angst. Weil ich glaube, ich habe solche Sachen nicht in Sims. Oh no. Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, womit wir starten sollen. Aber ich glaube, die Hose habe ich so ähnlich irgendwo. Also eins zu eins dieselbe Hose habe ich nicht. Das kann ich euch schon mal spoilern. Aber guckt mal, das ist richtig gut. Und das ist auch so ein dunkelblau. Klar, der Stoff ist nicht derselbe, aber von der Passform her, die Hose ist richtig gut. Und das heißt, ein Teil vom Outfit haben wir schon. Und jetzt müssen wir weitermachen mit dem Oberteil, beziehungsweise mit den Oberteilen, weil wir haben ein Hemd und so ein Top, denke ich mal, drunter. Und das wird, glaube ich, einfach unmöglich sein. Ich habe so Hemden, ja. Oh mein Gott. Gut, wir haben nicht die richtige Farbe. Ich wollte mich gerade ärgern, dass es hier so ein bisschen buggt. Aber okay, wir haben nicht die passende Farbe. Deswegen müssen wir weitersuchen. Ich habe zum Beispiel hier ein Hemd, was ganz toll ist. Wir hätten es auch in einem falschen Blau. Okay. Ich habe gerade echt ein bisschen Angst, dass wir nicht das passende finden werden. Es ist kein Hemd, ich weiß. Aber die Farben passen. Ja, es ist eine Jacke und ein Top drunter. Ich merke es mir mal. Bitte, 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 bitte. Nein, wieso? Es wäre perfekt gewesen. Wieso haben wir da
kein Hellblau. Warum? Wir haben ein Weiß mit einem schwarzen Top. Dann haben wir ein Blau mit einem schwarzen Top. Ist alles mit einem schwarzen Top. Aber wir hätten sowas. Weißes Top und so ein grau kariertes Hemd. Wir hätten auch sowas. Ist jetzt ein bisschen dunkler und die Streifen mag ich absolut nicht. Was ist das? Oh nee, ich dachte, das wäre ein Hemd. Das ist so eine Jacke. Aber die Farbe passt. Nee, wir nehmen das nicht. Oh mein Gott. Ich wollte mich nicht geschlagen geben. Ich habe gesucht und gesucht. Und ich habe hier einfach ein Hemd. Hallo? Ich glaub's gerade nicht. Also klar, die Farbe ist jetzt nicht 100%, aber es ist richtig gut. Und jetzt brauchen wir nur noch ein weißes Top. Und das sollte, glaube ich, jetzt echt kein Problem sein. Oder anscheinend doch. Keine Panik auf der Titanic. Das Outfit ist perfekt. Okay, eine Tasche habe ich leider nicht. Ich hätte nur die Tasche oder so ein Teddy. Wir lassen einfach die Tasche. Wir ignorieren, dass da eine Tasche ist. Und das ist unser Outfit. Also ich bin gerade wirklich richtig stolz auf mich, dass ich einfach das gefunden habe. Und ich habe das Outfit fast 1:1 nachgemacht. Und ich würde sagen, weiter geht's mit den Schuhen. Und die Schuhe habe ich tatsächlich auch. Und da sind sie auch schon. Die haben wir auch in weiß. Okay, es ist jetzt nicht 100% dasselbe. Ich gucke nochmal hier unten. Oh ja, die gehen. Doch, die finde ich jetzt ein bisschen besser als die davor, weil die davor waren wirklich komplett weiß. Und ich würde sagen, das Outfit ist fertig und ich liebe es. Ich bin wirklich richtig stolz auf mich. Und wir können weitermachen mit der nächsten Kategorie. Und zwar Nägel. Da können wir jetzt ganz wilde Sachen bekommen und wir bekommen was ganz Wildes. Okay, ich weiß jetzt nicht ganz genau, was ich dazu sagen soll, aber ich denke mal, wir geben unserem Sim einfach ein French und das war's. Ich gucke ganz kurz, ob Sims hier sowas hat. Ja, Sims hat sowas, dankeschön. Perfekt. Fertig. Die Nägel sind fertig. Und die nächste Kategorie ist eine Kette. Wir brauchen unbedingt eine Kette und oh, die ist schön. Und ich glaube, ich habe sowas Ähnliches. Und zwar sollte das hier irgendwo sein. Da! Oh mein Gott. Es sind fast dieselben Ketten. Fast. Was ist denn hier eigentlich los? Das läuft gerade zu gut. Und wir brauchen jetzt noch Ohrringe. Und ich hoffe, die habe ich in Sims. Oh, das wird schwer. Sowas habe ich leider nicht. Also nicht, dass ich wüsste, aber wir gucken mal nach in Sims. Wir hätten sowas, finde ich aber jetzt nicht so gut. Dann hätten wir sowas. Ich glaube, das ist gut. Ich gucke kurz, ob wir hier noch was anderes haben. Das ist auch gut. Aber ich glaube, das davor fand ich ein bisschen besser. Ja, das ist es auch nicht. Das wäre auch eine Möglichkeit, ja. Ne, wir nehmen das. Ich finde das richtig gut. Und auf dem Bild, war das Gold oder Silber? Nee, es war Gold. Okay, das heißt Ohrringe und Kette haben wir. Armband sieht man leider nicht wegen dem Hemd. Und ich glaube, das Sim ist fertig. Wir haben die Frisur, das Make-up, das Outfit, Schmuck, Nägel, Schuhe. Aber wir haben noch keinen Namen. Und ich weiß nicht, ob Pinterest uns einen Namen geben kann, aber wir versuchen es einfach mit Mädchenname. Und wir konnten für diese Suche leider keine Pins finden. Mädchenname, ich habe mich nicht vertippt. Mädchennamen Deutsche. Alles klar. Und der erste Name, der hier steht, ist Annelie. Okay, wir nehmen dann Annelie. Das ist unsere liebe Annelie und ihr Nachname lautet nicht so deutsch, aber gut. Und ihre Merkmale sind selbstsüchtig, materialistisch und Hitzkopf, okay. Oder wir nennen sie einfach Annelie Pinterest. Ich glaube, das ist auch ein guter Name. Und ich würde sagen, wir sind fertig mit der Challenge. Und ich finde, bis auf das Gesicht habe ich alles richtig gut getroffen. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, ob ich es geschafft habe, alles so umzusetzen, wie es auf Pinterest zu sehen war. Also ich würde echt sagen, ich habe alles getroffen, bis aufs Gesicht. Das ist halt einfach für mich unmöglich. Ich weiß nicht, wie Leute das machen. Ich habe großen Respekt davor, wer echte Menschen Sims nachmachen kann. Ich kann es auf jeden Fall nicht. Aber ich bin sehr zufrieden mit Annelie. Ich finde sie auch wirklich wunderschön. Und ich würde sagen, das war's mit dieser Pinterest-Challenge. Falls ihr Lust habt auf eine weitere Pinterest-Challenge, ich habe das Ganze auch im Baumodus gemacht. Da habe ich ein ganzes Haus nur mit Hilfe von Pinterest gebaut. Das war auf jeden Fall ein sehr cooles Video. Und ich würde sagen, das war's von mir für heute. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.